Neben unserem Haus ist ein Kastel gestanden und das hat den Gürzergrafen gehört. Und da ist der Jahrzahl 1010 und eine Mauer drin gewesen. Dass das Kastel den Gürzergrafen als Jagdhütte gedient hat, ist uns durch mündliche Überlieferungen bekannt worden. Martina hat gesagt, flücht's alleine, Kind. Die Katastrophe im Umaltal, wenn man an die Ursache geht, das ist ein schneearmer Winter gewesen und dann einer Kerl ist wie ein Schnee gewesen, den ganzen Winter. Es ist keine Staublawine angegangen gewesen. Und dann hat es so stark Nassschnee gegeben, auf alle Hähne. Ich kann mich noch recht gut erinnern an den grössten Brand in Hinterbichl. Am 4. April 1993 und am Palmsündige ist gegen 2 Uhr hinter die Sirene gelaufen und da ist das Bübenhaus gebrünn. Zu veranstalten in der Größenordnung, haben wir eigentlich gesagt, müssen wir einen Verein gründen.